Hier am Tor 21 des Frankfurter Flughafens ist am 13. April der Treffpunkt der FahrraddemonstrantInnen aus den umliegenden Städten und Gemeinden. Sie wollen gegen die immer weiteren Ausbaupläne der Flughafen AG und der damit verbundenen dramatischen Verschlechterung ihrer Lebensqualität protestieren. Der Lärm- und Schadstoffteppich der startenden und landenden Flugzeuge belästigt sie Tag und Nacht. Sie glauben den Versprechungen der Fraport nicht mehr, die ihnen für nach Fertigstellung der geplanten Startbahn eine 50-prozentige Lärmverringerung in Aussicht stellt. Mediationsverfahren und Dialogforum haben in ihren Augen nur den Zweck, die Zustimmung zu den Ausbauplänen zu erreichen. Sie prangern einen schon jahrelang schleichenden Ausbau des Flughafens auch ohne Raumordnungsverfahren an. Ebenso die zusätzliche Belastung weiterer Regionen des Rhein-Main-Gebiets durch die Änderung der Flugrouten. Nun radeln sie zum Flughafenterminal, um ihre Ablehnung des Raumordnungsverfahrens zum Ausdruck zu bringen und den Verzicht der Ausbaupläne zu fordern. Leise und saubere Flugzeuge gibt. Es gibt
Nur die bekannte maßlose Steigerung ohne erkennbare Grenzen. Und warum das alles? Nicht umsonst wirft vor dem Terminal 2 ein übergroßes Euro-Währungssymbol plakativ zur Schau gestellt. Das ist es. In diesem Punkt sind Sie ehrlich. Alles dreht sich um das moderne, goldene Kalb. Wir lassen unsere lebenswerte Region durch Profitgier nicht weiter zerstören. Deshalb fordern wir keinen Ausbau und keine Optimierung. Reduzierung von Flugbewegungen, Lärm und Schadstoffen, Festlegung von Lärmobergrenzen und ein absolutes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr und das sofort. Von der Ebene 1 des Flughafenterminals wollen die DemonstrantInnen nun zur Ebene 2 hochradeln. Ein weiterer Redner der Bürgerinitiative wird dort die steigenden Lärm- und Umweltbelastungen verdeutlichen, die auf die Bevölkerung des Ballungsgebietes Rhein-Main hinzukommen werden, wenn die neue Lande- und Startbahn gebaut wird. Er wird auch auf die dann größer werdenden Gefahren des Flugbetriebs eingehen. Keiner redet hier von uns von Absturzgefahren. Es wird völlig ignoriert. 80% der Abstürze ereignen sich im Flughafenumland, 20 Kilometer im Umkreis. Das wird hier auch in Frankfurt völlig ignoriert. Ebenfalls scheint es ignoriert zu werden, dass der Ausbau einer neuen Startbahn oder einer neuen Landebahn mehr als 500 Hektar Wald, Bannwald benötigt. Das sind über 900 Fußballplätze. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das unabhängig von einer Bahn sollen im Süden des Flughafens 104 Hektar Bannwald abgeholzt werden. Wir sagen dazu Nein. Ein Terminal im Süden mit einer Kapazität von 25 Millionen Fluggästen. Das ist so viel, wie der Flughafen München derzeit abwickelt. Mir nichts, dir nichts, wird das einfach so in das Ausbaupaket reingemogelt. Auch dazu sagen wir Nein.
nicht mit uns. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass wir einig sind mit über 50 Kommunen und Landkreisen im Umland, die zurzeit im Raumordnungsverfahren für unsere Interessen streiten. Die Kommunen sind gegen den Ausbau, egal welche Variante es betrifft, ob im Nordosten, im Nordwesten oder im Süden. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Bannwald, die höchste schützenswerte Waldart, soll der Kreissäge weichen. Es muss Schluss sein mit immer mehr, mit immer größer und mit immer weiter. Menschen fliehen in die Gegenden zu Strand und Palmen, um sich von dem Stress hier zu erholen. Andererseits wird Menschen aus jenen Regionen die Einreise verwehrt, sie am Flughafen interniert und sogar unter Gewaltanwendung abgeschoben. Reiche zu Armen, ja, aber nicht Arme zu Reichen, das kann doch wohl nicht angehen. Produktionen werden ins Ausland verlagert und hier werden Betriebe geschlossen. Dabei spielen Flughäfen eine Schlüsselrolle. Sie sind Teil dieser unverschämten, unmenschlichen Globalisierung. Auch die von Frankfurt aus startenden und landenden Militärmaschinen müssen hier weg. Keine militärische Nutzung von Rhein-Main und deutliche Verringerung der Flugbewegung. Das Maß ist voll und wir lassen uns nicht wie Tiere in irgendwelchen Käfigen halten. Es reicht! Der Arroganz der Macht stellen wir uns quer. Wir sagen ihnen, wir kommen wieder, so lange, bis die Ausbaupläne vom Tisch sind.